Gehirn und Rückenmark bilden das zentrale Nervensystem des Menschen. Aus dem Rückenmark entspringen einzelne Nervenfaserbündel, die stark verzweigt sind, sodass alle Körperregionen erreicht werden. Das periphere Nervensystem. Die direkt aus dem Gehirn austretenden Nerven werden als Hirnnerven bezeichnet. Es gibt 12 Hirnnervenpaare. Diejenigen Nerven, die aus dem Rückenmark abzweigen, nennt man Spinalnerven. Einige Spinalnerven bilden miteinander kurz nach ihrem Austritt aus dem Rückenmark besondere Geflechte, die zum Teil die Muskulatur des Bewegungsapparates mit Nerven versorgen, also innervieren. Daneben gibt es im peripheren Nervensystem stellenweise deutliche Verdickungen durch Anhäufung von Nervenzellen, die sogenannten Ganglien. Die einzelnen Nervensysteme sind als eine Funktionseinheit zu verstehen. Das zentrale Nervensystem geht in das Periphere über. Die Systeme beeinflussen sich gegenseitig und bewirken in einem gesunden Organismus stets eine angemessene Antwort auf entsprechende Reize. Doch was ist ein Nerv? Beginnen wir mit seiner kleinsten Einheit, der Nervenzelle. Eine Nervenzelle, das sogenannte Neuron, gliedert sich in den Zellkörper oder das Perikarion, in den Zellkern, in den Neuriten und mehrere Dendriten. Dendriten bilden oft stark verzweigte Fortsätze, die sich an jeder Gabelung verjüngen. Sie sind die Zellausläufer, die die Erregung aufnehmen. Der Neurit ist ein einzelner Ausläufer der Nervenzelle, der Informationen in andere Nervenzellen, in Muskelfasern oder in Drüsen weiterleitet. Er wird auch Axon genannt, weil er die Achse einer Nervenfaser bildet. Ein Neurit oder mehrere Neuriten mit ihren Umhüllungen bilden eine Nervenfaser. Mehrere Nervenfasern ein Faserbündel, das man als Nerv oder Nervus bezeichnet. Die myelinreichen, also fettähnlichen Umhüllungen oder Nervenscheiden, bestehen aus Schwannschen Zellen, die zu den Gliazellen zählen. Diese haben vorwiegend mechanische Aufgaben. Sie begleiten die Nervenzellen, schützen sie, isolieren sie vor der Umgebung und bilden das Stützgerüst der nervösen Organe. Außerdem beteiligen sie sich am Stoffwechsel des Nervengewebes. Gliazellen legen sich dicht an die Oberfläche der Nervenzellen. Je größer der Durchmesser einer Nervenfaser, desto schneller wird die Erregung geleitet. Ein größerer Faserdurchmesser entsteht durch eine höhere Zahl von Membranlamellen, die sich bei der Umwicklung des Axons mit Schwannschen Zellen bilden. Das Nervengewebe. Hier mehrere parallel verlaufende Nervenfasern unten und gruppenweise angehäufte Ganglienzellen mit 2 Neuriten oben. Verschiedene Bauelemente des Nervengewebes dringen in alle Organsysteme des Menschen ein und bilden ein weit verzweigtes System, das für eine Zusammenarbeit aller Teile des Organismus sorgt. Dies wird durch die Fähigkeit des Nervengewebes ermöglicht, Reize aus der Umwelt aufzunehmen, sie in Erregungen umzuwandeln, zu verarbeiten und zu den ausführenden Organen weiterzuleiten oder als Informationen zu speichern. Nervenzellen, Gliazellen, Nervengeflecht. Eine komplizierte, eine wunderbare Struktur unseres Körpers, zusammengebunden in ein System, das in seinen Funktionen nach somatischem und vegetativem Nervensystem differenziert wird. Das somatische Nervensystem bewirkt die willkürlichen Bewegungen der Muskeln und leitet Signale der Haut sowie des Bewegungsapparates über das Rückenmark zum Gehirn weiter. Das vegetative Nervensystem, auch autonomes oder unwillkürliches Nervensystem genannt, wird aus 2 Komponenten gebildet, dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Erregungen, die vom vegetativen Nervensystem übermittelt werden, nehmen ihren Ausgang in den Zentren des Gesamtsystems im Gehirn und Rückenmark. Sie laufen mittels peripherer Neuronen zu den peripheren Organen. Die Fasern der peripheren Neuronen können gemeinsam mit somatischen Nervenfasern verlaufen oder eigene Nerven bilden. Ausführlicher haben wir das vegetative Nervensystem in dem Film Das zentrale Nervensystem dargestellt. Nach dieser Übersicht nun zu den wichtigsten Nerven des peripheren Nervensystems. Der Mensch hat insgesamt 12 Hirnnervenpaare. Darunter sind so wichtige Nerven wie der Tractus olfactorius, der für das Riechvermögen zuständig ist, der Sehnerv und die Nerven der Augenbewegungen, zum Beispiel der Nervus oculomotorius. der Nervus trigeminus mit verschiedenen Teilen sowie der Nervus facialis, der Gesichtsnerv, der Fasern für Tränen, Gaumen, Speicheldrüse, für den Geschmackssinn der vorderen Zunge und für die Gehörgänge enthält. Schließlich der Nervus vagus, dessen Versorgungsgebiet Zahnfleisch, Zähne des Unterkiefers, Haut des Unterkiefers, das Kinn und die knöchernen Zahnfächer sind. Jeder Hirnnerv hat einen besonderen Aufgabenbereich, wobei sich sein nicht genutzter Anteil zurückbildet. Dass alle Kopfnerven funktionieren, halten wir für selbstverständlich. Aber wehe, es gibt Ausfälle, Lähmungen, Gesichtsneuralgien. Erkrankungen dieser Nerven sind oft sofort erkennbar, häufig äußerst schmerzhaft. Augenmuskellähmungen infolge Ausfall zum Beispiel des Nervus oculomotorius führen zu einem Übergewicht der Antagonisten, also der Gegenspieler des gelähmten Muskels, und bringen das Auge in eine Schieldstellung. Man spricht von Strabismus. Außerdem hängt das Augenlid des betroffenen Auges herunter. Bei Ausfall des 7. Hirnnervs, des Nervus facialis, kommt es zu Lähmungen im Bereich der Gesichtsmuskulatur. Man unterscheidet zentrale und periphere Facialisparese. Die periphere wird unter anderem durch Infektionskrankheiten und Schädelbasisfrakturen ausgelöst. Die Facialislähmung führt in der Regel zu einseitig unvollständigem Augenschluss, Herabhängen des Unterlides und Lidspaltendifferenz. Ein Stirnrunzeln ist dem Erkrankten nur noch partiell möglich. Die zentrale Facialislähmung wird zum Beispiel durch Hirntumoren oder Gefäßblutungen verursacht und führt zu Störungen der mimischen Muskulatur, vor allem im Mundbereich. Das Akustikusneurinom ist ein gutartiger Tumor, der von Schwannschen Zellen des Nervus vestibularis oder Gleichgewichtsnervs ausgeht und dem Kleinhirnbrückenwinkel raumfordernd wirkt. Das Akustikusneurinom verursacht Hörminderungen und Gleichgewichtsstörungen. Die Trigeminusneuralgie ist ein anfallartig, meist einseitig auftretender Schmerz im Versorgungsgebiet des Nervus trigeminus, der aus 3 Ästen besteht: dem Nervus ophthalmicus, dem Nervus maxillaris und dem Nervus mandibularis. Der Anfall wird ausgelöst durch Kälte oder Kauen, auch die Berührung bestimmter Hautareale in der mittleren Ober- und Unterlippe, im Mundwinkel, an der Nasenwurzel und am Unterlid kann auslösend wirken. Ein Trigeminus-Patient berichtet: Vor 10 Jahren begann mein Leidensweg, die Trigeminusneuralgie. Es war an einem Fastnachtssonntag, als der Schmerz im Kiefer einbrach und ich nicht wusste, woher er kam. Auch eine Untersuchung beim Zahnarzt ergab keinen Erfolg. Der Hausarzt erklärte, es handelt sich um Trigeminusneuralgie und ich wurde medikamentös eingestellt. Die Geschichte ging sehr schnell voran. Die Schmerzen nahmen zu, und zwar so, dass in der kalten Jahreszeit der Schmerz erheblich stärker war, im Sommer verschwand. Im Laufe der Jahre aber war der Schmerz so, dass er über das ganze Jahr entstand, und zwar immer dann, wenn besondere Situationen auftraten, Windzug, Kälte, Aufregung, Unruhe, dann trat der Schmerz ganz besonders auf. Es wurde alles unternommen. Die ganze Situation in der Familie spielte sich entsetzlich ab. Ich schwieg, suchte keine Kontakte mehr. Es kam zur Isolation, es wurde nirgends mehr Besuche gemacht, es wurden keine Feste mehr veranstaltet. Die Situation war unerträglich. Wie es mir persönlich dabei ging, möchte ich an dieser Stelle nur andeuten. Man ist es leid und möchte es beenden. Es gibt auch Störungen im Trigeminusgebiet als Folge von grünem Star, Nasennebenhöhlenentzündungen, mechanischer Schädigung des Nervs durch Schädelfraktur oder Druck durch Hirntumor. Oft resultieren daraus Dauerschmerz und neurologische Ausfälle. Der Ausfall des Vagusnervs, des 10. Hirnnervs, wird hervorgerufen durch zum Beispiel Diphtherie, Polyneuropathie und bei Fraktur und Tumor im Bereich der Schädelbasis. Den Erkrankten fehlt der Wirkreflex. Sie leiden unter Schluck- und Sprechstörungen durch Gaumensegelschiefstand, unter Steigerung der Herzfrequenz auf über 100 Schläge pro Minute und unter Verstopfung. Nach der Betrachtung der Erkrankungen, die auf Schädigungen der Hirnnerven zurückgehen, setzen wir die Bestandsaufnahme im peripheren Nervensystem fort und beschäftigen uns nun mit den Nerven des Brustkorbs oder Thorax. Gemeint sind hier 12-paarige Brustnerven, die als Spinalnerven den Rückenmarkkanal verlassen. Die zwischen den Rippen liegenden Nerven, die Interkostalnerven, verteilen sich in der Struktur der Brust- und Bauchwand. Die 6 oberen Nervenpaare versorgen die Interkostalmuskeln in der Brustwand. Die unteren greifen auf die Bauchwand über und entsenden Fasern ins Zwerchfell. Sie dienen der Innervation der kaudalen, also abwärts liegenden Interkostalmuskeln. Einige Interkostalnerven führen vegetative Nervenfasern zu den Drüsen der weiblichen Brust. Infektionen des peripheren Nervensystems sind im Vergleich zu denen des Zentralnervensystems seltener. Im Bereich der Interkostalnerven ist Herpes zoster oder Gürtelrose die in Industrieländern verbreitetste Krankheitsform. Bei Herpes zoster handelt es sich um eine akute Neuralgie, die auf das Innervationsgebiet einer bestimmten Spinalnervenwurzel oder eines Hirnnerven begrenzt ist. Sie geht mit einem charakteristischen Bläschenausschlag einher und tritt vor allem bei geschwächten Abwehrkräften auf. Ich habe mehrere Herzinfarkte erlitten, Herzoperation, Lungenemphysem und eine geschädigte linke Schulter. Es traten hier Schmerzen auf, die ich nicht bestimmen konnte. Es kamen so kleine Pusteln hinzu. Ich habe das zunächst einmal mit Hausmitteln versorgt. Die Pusteln gingen weiter unter die Achselhöhle bis ins linke Schulterblatt. Die Pusteln wurden größer bis zu einem dunkelbraun gefärbten großen Blase. Ich bin dann anschließend zu einem Hautarzt gegangen, der sofort gesagt hat, innerhalb von einer Sekunde, Herpes zoster, hat mir die nötigen Mittel verschrieben, die ich dann angewendet habe. Die Schmerzen gingen unerträglich weiter und gingen unter die Schulter, unter die Achsel bis hinten zur linken Schulterhälfte. Die Schmerzen gegenüber dem Herzinfarkt sind viel, viel stärker, schwerer, stechender, unerträglich, Tag und Nacht. Die Interkostalneuralgie tritt häufig mit Herpes zoster auf, kann aber auch durch Rippenfrakturen, Wirbelsäulenerkrankungen oder Rückenmarktumoren hervorgerufen werden. Sie verursacht Schmerzen im Versorgungsbereich eines oder mehrerer Zwischenrippennerven. Soweit einige Erkrankungen im Bereich der Interkostalnerven. Nun aber zu den Nerven der Extremitäten, zunächst im Schulter-Armbereich. Wir sollten anmerken, dass Nerven motorische und sensible Funktionen haben, können hier aber nur auf die wesentlichen Aufgaben der Nerven hinweisen. Die wichtigsten Nerven im Schulter- und Armbereich verlaufen im Armgeflecht, dem Plexus brachialis. Es sind der Nervus dorsalis scapulae, der Muskeln in der Nähe der Hals- und Brustwirbel versorgt, der Nervus suprascapularis für die Versorgung der Muskeln an der Schultergelenkkapsel, der Nervus axillaris, der das Schultergelenk versorgt, und der Nervus radialis, der längste Ast des Armgeflechts, der bis in den Unterarm verläuft und sich dort vielfach verzweigt. Axillaris und Radialis-Nerv sind auch zuständig für die Hautinnervation bedeutender Teile des Ober- und Unterarms. Der Nervus musculocutaneus versorgt die wichtigsten Oberarmmuskeln. Auch er innerviert einige Hautpartien am Unterarm. Der Nervus medianus zieht durch den ganzen Arm bis in die Fingerspitzen an der Handinnenseite, wobei er allerdings den kleinen Finger überhaupt nicht und den Ringfinger nur zur Hälfte versorgt. Auch er übernimmt einen Teil der Hautinnervation, hier der Hände. Schließlich der Nervus ulnaris, der an der Innenseite des Armes bis in den Unterarm, in die Innenhand, den kleinen Finger und Teile des Ringfingers verläuft und Teile der Hand und der Finger innerviert. Wenn wir nach speziellen Erkrankungen oder Schädigungen der Nerven im Bereich der Extremitäten fragen, müssen wir vorab erwähnen, dass auch hier wieder nur einige Beispiele genannt werden können. Im Bereich der Schulter- und Armnerven wäre dies das Karpaltunnelsyndrom. Es ist eine Erkrankung des Handwurzelkanals, das häufigste Engpasssyndrom eines peripheren Nerven und tritt ohne fassbare äußere Ursache im mittleren bis höheren Lebensalter bei manuell Arbeitenden auch schon früher auf. Besonders häufig kommt es im Zusammenhang mit Fettleibigkeit, Gelenkentzündung, Altersdiabetes und Gicht vor. All diese Krankheitsbilder vermehren den Inhalt des sogenannten Karpaltunnels, des Handwurzelkanals, und zwar durch Entzündung oder Schwellung. Dadurch entsteht ein Druck auf den Nervus medianus. Ja, ich stellte vor circa 3 Jahren fest, dass ich gewisse Bewegungen mit der Hand nicht mehr ausführen konnte. Jedenfalls nicht mehr ohne Schmerzen. Ich konnte zum Beispiel keine Jacke mehr lässig über die Schulter werfen oder in Ruhe telefonieren, ohne dass mir die Hände einschliefen. Auch beim Fahrradfahren. Es waren also immer Bewegungen, bei denen die Hände abgeknickt werden. Beim Fahrradfahren schliefen mir beide Hände ein. Als ich dann meinen Beruf aufgab, weil ich ein Baby bekommen hatte und dementsprechend mehr Hausarbeit zu verrichten hatte, wurde es immer schlimmer. Ich wurde nachts wach, weil ich konnte vor Schmerzen nicht mehr schlafen. Der Schmerz ging von der Hand, von der Mittelhand aus. Es war, als wenn mir jemand ein Messer reinbohrte und ständig bohrte. Der Schmerz ging weiter, den Arm hoch bis in die Schulter. Als das unerträglich wurde, habe ich beschlossen, zu einem Orthopäden zu gehen, weil ich dachte, das käme vom Rücken her. Ich musste ja viel tragen durch das Kind. Der Orthopäde sagte, ja gut, das kann möglich sein, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass eben das mit dem Karpaltunnel zusammenhängt. Zur Abrundung des Bildes von den wichtigsten Nerven des peripheren Nervensystems nun die Betrachtung der Nerven des Beckens und der Beine. Aus dem Bereich der Lendenwirbel in Höhe des 4. Wirbels tritt der Nervus femoralis aus, der größte Nerv des Plexus lumbalis, des Beingeflechtes. Er versorgt die Muskulatur an der Schenkelvorderseite und entsendet Zweige in das Hüft- und Kniegelenk sowie in benachbarte Gefäße und Hautpartien der unteren Extremitäten. Als größter und längster Ast trennt sich der Nervus saphenus, der die Haut versorgt, vom Nervus femoralis. Mit seinem Hauptstamm zieht dieser Nerv an der medialen Seite des Knies nach unten und teilt sich im Unterschenkel in seine Endäste, wovon der kleinere bis zum Knöchel reicht, der größere zur Haut und an der medialen Seite bis zum Fuße zieht. Der Nervus obturatorius versorgt die Oberschenkeladduktoren. Das sind die Muskeln, die das Bein zur Mittellinie des Körpers führen. Er gibt Äste in das Hüft- und Kniegelenk ab und innerviert einen Hautstreifen an der Innenseite des Oberschenkels. Die Wurzeln des Nervus ischiadicus vereinigen sich zu einem im Querschnitt ovalen, beim Erwachsenen 16 bis 20 mm starken Stamm. Der Ischiasnerv durchzieht das ganze Bein. Sein stärkster Endast ist der Nervus tibialis. Er setzt die Verlaufsrichtung des Ischiasnervs durch die Kniekehle in den Unterschenkel fort. Der Ischiasnerv und seine Äste innervieren weite Teile der hinteren Beinhaut und der Fußsohle. Nun müssen wir auch noch die Erkrankungen und Schädigungen des peripheren Nervensystems in Becken und Bein erwähnen. Im Vordergrund steht hierbei natürlich die Ischiasneuralgie oder Ischialgie. Sie gehört zu den schmerzhaftesten Erkrankungen des peripheren Nervensystems und wird auch Hexenschuss genannt. Sie kommt durch Druck auf den Nerv beispielsweise im Zusammenhang mit einem Bandscheibenvorfall oder mit Rückenmarktumoren zustande. Es kann auch durch andere Auslöser zu Neuralgien des Ischiasnervs kommen, und zwar durch Tumoren im Bereich des kleinen Beckens, auch durch eine bestimmte Lage des Fötus während der Schwangerschaft, durch Erkrankungen der Wirbelsäule, durch Neuritis, also Nervenentzündung, bei Infektionskrankheiten, etwa Herpes zoster, durch Verletzung, Fraktur- und Hüftgelenksluxation, sowie durch unsachgemäße intramuskuläre Injektionen. Ich habe seit Jahrzehnten Ischias-Beschwerden. Die traten das erste Mal auf in der Schwangerschaft und wurden dann mit Spritzen und Fangopackungen behoben, behandelt. Aber die Schmerzen wurden immer stärker und schließlich waren die Schmerzzustände immer kürzer. Dann bin ich von einem Arzt zum anderen gelaufen und es war sehr schlimm hinterher. Ich hatte Einschränkungen konnte den Haushalt nicht mehr richtig führen, ich konnte keinen Sport mehr machen, die ganze Familie litt darunter. Und dann waren die Schmerzen so stark zum Schluss, dass dies von den Oberschenkel runter bis in den Fuß zog. Und ich hatte ein kaltes Bein immer und auch immer Schmerzen drin. Und nichts hat geholfen. Ich habe dann eine Schonhaltung angenommen durch die Schmerzen und bin krumm gegangen. Ich konnte gar nicht mehr gerade gehen. Und durch diese Schonhaltung verspannte sich die Muskulatur noch viel mehr und die Schmerzen wurden schlimmer. Die Störungen können sich von einer Lähmung der Zehenmuskulatur, der Abschwächung des Achillessehnenreflexes bis zur vollständigen Querschnittlähmung weiterentwickeln. Eine besondere Erkrankung des peripheren Neurons und seiner Hüllen ist die sogenannte Polyneuropathie, oftmals hervorgerufen durch Alkohol- und Medikamentenmissbrauch, häufig aber auch im Gefolge eines Diabetes. Polyneuropathie als Folge von Diabetes soll hier als letzte Krankheitsform im Zusammenhang mit dem peripheren Nervensystem dargestellt werden. Markhaltige Nervenfasern mit normaler Struktur und mit pathologischen Veränderungen. Die Markscheiden sind zerfallen, das Axon ist degeneriert. So sieht das Spätstadium einer Neuropathie aus, die nicht rechtzeitig behandelt wurde. Das ist bei Diabetikern besonders gefährlich. Für Nervenzellen ist Glucose der Hauptenergielieferant. Beim Diabetes ist die Verwertung der Glucose gestört. Sie kann nicht mehr vollständig abgebaut werden und staut sich an. Als Folge davon fällt die sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe aus. Die Synthese der Neurotransmitter wird unterbrochen. Nervenfasern kommen zu Schaden. Werden immer mehr einzelne Fasern geschädigt, ändern sich die elektrophysiologischen Eigenschaften eines Nervs. Es entsteht eine Neuropathie. Die ersten Schäden treten immer an den längsten Nervenfasern auf. Das sind diejenigen, die die Zehen versorgen. Hier der Fuß einer Neuropathie-Patientin im Spätstadium. Die ersten Anzeichen waren ein Missgefühl in den Füßen, ein Ameisenlaufen, Wadenkrämpfe, Missempfindungen in den Fingern. Diese Anzeichen habe ich nicht wahrgenommen und auch mit meinem Arzt nicht besprochen. Später steigerten sich diese Missempfindungen in den Füßen bis zu stechenden, brennenden Schmerzen. Das Gefühl, nicht auftreten zu können, weil der Fuß unten runter geschwollen sei. Diese Symptome ließen mich nachts oft nicht schlafen. Ich wurde oft wach von diesen Schmerzen, auch in den Fingern. Ich konnte die Finger nicht krümmen oder nicht gerade biegen. Ich habe die ersten Symptome nicht wahrgenommen und habe auch oft geglaubt, dass vieles nur einfach auf den Zucker geschoben wird, bis mir durch andere Beispiele klar wurde, dass die Neuropathie nun doch also eine Krankheit ist. Ich habe sie also dann empfunden, als ich Durchfälle bekam, die wochenlang und monatelang anhielten. Als ich eine Inkontinenz bekam, aufgrund der Tatsache musste ich also mich einer Operation unterziehen und habe einen falschen Ausgang und eine falsche Blase bekommen. Vorbeugen lässt sich einer diabetischen Nervenerkrankung am wirksamsten durch eine gute Stoffwechseleinstellung, also durch die richtige Insulindosis und durch eine abwechslungsreiche Diät. Soweit der Überblick über die wesentlichen Teile des peripheren Nervensystems und über einige Krankheitsbilder. Die Versorgung der Haut mit Nerven ist in den verschiedenen Bereichen schon angesprochen worden. Sie ist ein Hinweis darauf, dass das periphere Nervensystem in besonders intensiver Weise mit allen übrigen Teilen des Körpers verbunden ist. Seine Funktionstüchtigkeit ist darum für unser aller Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung.